Hallo Internet, hallo YouTube und willkommen zu Pineview Drive. Ja, wir legen mal gleich los, würde ich sagen. Ich bin nicht motiviert. Das Spiel läuft auch nicht so gut auf meinem Kanal, kommt nicht so gut an. Es gibt ein paar treue Fans, finde ich super. Und ich habe immer noch Schiss vor diesem Spiel irgendwie. Respekt. Und ja, wir ziehen es einfach durch. So. Ich würde mal behaupten, wir müssen wieder rüber, oder? Muss ich zu den doofen Clown? Das Gewitter ist ja heftig. Ich hoffe, wir finden noch genug Streichhölzer. Da müssen wir raus. Egal, wir gucken erstmal. So, darüber brauche ich ja noch nicht. Da fehlt mir noch ein Schlüssel. Was wird uns heute wohl erwarten? Mann, muss das sein? Was ist da passiert? Ich muss hier zu Bruch gegangen, oder? Ich bin echt total erschrocken. Was war denn das? Ist was an mir vorbeigeflogen oder so? Habt ihr das gesehen? Das Licht ist aus. Geplatzt oder die Birnen oder was? Keine Ahnung, wo sind die Kerzen? Mann, ey. Nur ein paar Streichhölzer. Boah, scheiße, hab ich mich gerade erschrocken. Super, das Licht ist kaputt. Und wer hat mich da schon wieder angepisst? Sind hier alle? Ja. Wer sind da noch drin? Übrigens, habe ich eins erfahren, bevor ich es vergesse. Bevor ich es vergesse, wo ich immer dachte, dass hier so die Lederschuhe knatschen. Da sind keine Lederschuhe, sondern das ist ein Geräusch, wenn sich die Statuen oder irgendeine Statue sich quasi verändert. Ich finde das, also mit dem Licht, das hätte doch echt nicht sein müssen, oder? Das ist doch jetzt... Ist auch schon fast leer. Aber hier ist jetzt auch nichts Neues. Okay, also hat das Licht mit dem Licht wahrscheinlich jetzt nichts primär mit diesem Raum zu tun, wo ich gerade war, sondern es ist anscheinend im ganzen Haus jetzt passiert. Und hätte Blitz angeschlagen. Ich weiß nicht. Da das Gewitter so heftig.
fertig ist, könnte auch sein, dass wir raus müssen, oder? Boah, ich mach bloß überall ein paar Kerzen an. Oh. Jetzt ist es noch viel heftiger mit den Schatten, Mann. Vier Streichhölzer. Ich bin sowas von angespannt. Am liebsten würde ich noch mal in den Räumen reingucken, ob ich da noch irgendwie ein paar Streichhölzer oder... Mir war so, als hätte ich eine Katze aus dem Korridor zum Fernsehzimmer gehört. Also nach unten, eine Katze. Puh, Tom sei stark. Die wird uns jetzt irgendwo anspringen, oder? Stimmt's? Was ich dazu gerade sagen wollte, ich war schon mal überlegen, ob ich mich spoilern lasse. Aber das wird dann das ganze Spiel eigentlich dann... geht auch nichts mehr. Verderben und ich habe mir zwar mal so ein paar Kommentare unter Videos durchgelesen, um einfach zu gucken, wie die Leute so reagieren, wie es bei anderen ankommt. Aber habe mir die Videos nicht angeschaut und ich habe noch drei Streiche. Jetzt, nee, ich mache die jetzt hier nicht an. Boah, ich fluche eigentlich nie in Spielen, aber hier bin ich dauernd dabei. Kurz davor. Scheiße zu sagen, weil... Ich hab Schiss. Echt. Verdammt. Oh, der Clown, der Clown, der Clown. Da, eine Katze. Wieso muss ich das machen? Wieso? Ich? Ja, toll. Mietze? Du machst nichts, ne? Ein Schlüssel. Puh, reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Scheiß Katze! Scheiß Katze! Ah, so schlimm. Jetzt kommt aber nichts mehr, ne? Das reicht mir. Übrigens hat mir der André Bürger erzählt, dass jeder hier hupt. Und ich wusste nicht, dass man hupen kann. Soll ich mal hupen? Das macht den Clown aber nicht besser. Muss ich mal dazu sagen. Bleib, wo du bist. Boah, diese Katze kommt jetzt nochmal irgendwie. Boah, das
war gerade der Schatten von einem Mädchen mit einem Teddy. Ja, dieser neue Schlüssel. Wo gehört der wohl hin? Hier geht auch kein... Nein, kein Licht mehr. Wir sollten mal einen Elektriker anrufen. Genügend Telefone haben wir, ja. Da können wir jetzt gar nicht genug von haben. Brauche ich Papier. Das wäre vorher jetzt ein bisschen langweilig, ne? Okay, ich gehe ja schon. Ich gehe schon. Übrigens wird es später nochmal ein Update vorgeben. Wo man eventuell eine Schwierigkeitsstufen einstellen kann. Aber ich staune gerade über mich selbst, dass ich das Fernsehzimmer gefunden habe. Achso, Strom ist weg, Fernseh geht auch nicht mehr. Okay. Hier liegt auch nichts Neues rum. Hm, ne. Achso, jetzt fahre ich in die Kamera. Ich hab dich im Blick. Ich hab dich im Blick. Soll nicht, sollen wir nochmal rausgehen? Also es ist wirklich unglaublich, was für eine Wirkung eigentlich so ein Spiel haben kann, nur mit so ein paar... Heftige Wirkung, coole Ausflugsgewitter. Als ob mich hier jemand verfolgt, ja. Ich glaube, so ein Hitchcock-Film war das oft so, oder? Diese Angst. Doch drin bleiben sollen. Also diese Hinweise, die sollen vielleicht in Zukunft ein bisschen früher kommen. Fände ich persönlich jetzt nicht schlecht, gerade wenn man jetzt so weiß, nicht weiß, muss ich rein, muss ich raus.
Ich will da nicht gar nicht rein. Lief da gerade wieder rum? Ich weiß es nicht. Mein Humor ist auch flöten. Die Katze ist schuld. Hallo? Bin da? Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt nach oben? Weil hier wird jetzt nichts weiter sein. Ne? Irgendwas habe ich im Gefühl, das kommt noch. Man wiegt sich so in Sicherheit, wenn man jetzt hier an einem Tag irgendwie was hatte. Und ich. Aber die Zeit steht schon auf 5. Okay, dann. Sorry, ich mache jetzt hier nochmal. Oh, das war jetzt Zufallstreffer. Was passiert hier jetzt noch? Boah, scheiße, scheiße. Bitte nichts Schlimmes mehr. Okay, ich gebe eine Treppe nach oben. Okay. Ich glaube, die Katze kommt nochmal. Batterien, super. Dann war jetzt hier schon mal Schlüssel. Okay. Aber sonst Streichhölzer. Schon wieder leer. Da müssen wir jetzt schon nach oben. Ein bisschen Licht hier mal, ne? Hallo, ich komme jetzt hoch. Mietz, Mietz, Mietz. Böse Katze. Boah, ey. Guckt euch mal die Türen hier an, die Räume. Wie soll ich das später alles noch auf die Reihe kriegen? Wer sagt hier, keine Ahnung, Raum, geh ins Klozimmer oder. Passt jetzt hier der Schlüssel? Ja, völlig falsch. Irgendwas übersehen? Ist gerade wieder eine Tür aufgemacht. Irgendwas macht die Geräusche. Das könnte natürlich auch der Schlüssel gewesen sein von der Tür hier unten. Die war es nicht, ne? Ich hab die schon. Ah, okay.
was wird jetzt hier wieder für einen Trick passieren? Die Taschenabwand, verdammt. Mir geht's nicht gut. Okay, das Klo könnte auch mal wieder geputzt werden. Aber hier auch kein Zettel, verdammt. Was soll ich jetzt hier aus ein paar Streichhölzer? Ah! Ich muss hier nochmal eine Kerze machen. Ja, nun. Jetzt wieder nach oben. Wieder zum Vorratsraum. Ne? Dann nochmal hoch. So. Ich könnte jetzt echt einen Hinweis gebrauchen und ich mache 3 Kreuze, damit ich den Part hier abschließen kann. Okay. Liegt da wer im Bett? Liegt da wer im Bett? Ne, ist nur ein Sofa. Ich bin total jetzt voll, was passiert. Die alte Clownpuppe macht Linda von Tag zu Tag mehr Angst. Sie traut sich kaum noch an ihr vorbeizugehen. Wem sagst du das? Tag 9. YouTube. Ich bin sonst am Ende der Sendung mal ein bisschen motivierter. Eigentlich war es jetzt gar nicht so schlimm, ne? Das war ja noch so, so wie mir der Entwickler erzählt hat, war das, ist das nix, ne? Da kommt noch so viel auf uns zu und ich weiß es nicht, wie wir das hinkriegen. Okay, die Folge heute kommt leider ein bisschen später. Habt ein bisschen Nachsicht, mir ist was dazwischen gekommen und ich bleibe aber am Ball. Ich versuche jeden Tag weiterhin zur Gute-Nacht-Geschichte das rauszubringen. So wie heute, wenn es nicht ganz geklappt hat, dann ja, zur Not dann am Wochenende mal 2 schauen. Was meint ihr? Machen wir weiter? Ich weiß es nicht. Macht's gut. Schlaf gut.